Schauen wir mal ganz kurz. Ich glaube ja. Oh, guck mal, da ist noch eine Goldkiste, die haben wir noch nicht öffnen können. Ein Antro-Ring. Antro-Ring. Ring zur Erhöhung des Schadens an Teria Helions. Zur Senkung des Schadens durch diese. Okay. Was sind denn Teria Helions oder Teria Helions? Hm. Gut. Reise zum Speicherpunkt. Nicht da. Volkranwald. Eingang zu den Ruinen von Tintagel. So, da ist auch gleich wieder eine Sprechblase. Deswegen sind wir ja hier. Bitte warten. Klappe schaff sie. Ach, guck mal. Why did you kill him? Quick, stop him, Shepard. Lila! She went mad with rage right after regaining consciousness. We couldn't do anything to stop her. The memory of her companions getting killed had probably taken over her troubled state of mind. And so, she became a Hellion once again. In the end, I couldn't save anyone. That's not entirely true. Think about it. If you hadn't purified her, she would have killed many more. If that was the result of her grief toward her companions, then she would be beyond redemption. The lad was just unfortunate is all. The scattered bones have delivered their vengeance. So didn't he get his wish after all? No. We just did what we had to, nothing more. That's not saving anything if you think about it. Huh? Then why do it? You know how all kinds of terrible things happen in the world lately? I want to do everything I can to stop them, before they start happening all over the place. Of course, that's the duty of the Scattered Bones. Yeah. We've had our share of hard knocks too. That's why it's our duty to put an end to it if we can. Meaning that it's your job to kill. Yeah. But it's true that a world where we don't have to kill would be best. Aguil, Felice, Telfrin, Roche, and the others feel the same way. As do I. But Saray, you can actually save them. Have confidence and just do your thing. My job is to give life. You got it. Schon irgendwie betrübend. Gut, aber wenigstens haben wir ein neues Kostüm erhalten. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube nicht bei ihm hier. Mal klar. Oh, Hirtenkleidungprüfung. Was ist denn Hirtenkleidungprüfung? Wo ist der Unterschied? Mal ganz ehrlich. Was ist mit die hier? Junger Wasserseraph, alternative Farbe. Ist nett. Ich glaube, das lassen wir bei ihm, oder? Finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, du hast Sperlingsfedern, Mädchen. Achso, das Ding, die Händlergarnitur. Das ist hier ihre andere Klamotte. Das ist das Ding, Ritterstolz. Das hatten wir angeguckt. Bleibst aber bei reisendes Mädchen tatsächlich. Hast du denn noch was? Eine alternative Farbe? Ganz in Weiß, ja nee. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das war das hier. Und du hast Dunkelwindwächter? Ja. Der sitzt alte Klamotten. Gibt's auch noch in Weiß. Sieht irgendwie so aus wie so ein halber Rockstar. Hat was, aber nein. Wir belassen es bei ihm so. Ja, ein bisschen was zum Gucken für die Mädels. Ja, Fanservice und so.
So. Aber, ne, Miklios neue Klamotten, die stehen ihm durchaus. Kann er tragen. Sieht gar nicht so scheiße aus. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir tatsächlich jetzt erstmal nach Elysia müssen. Weil wir kommen ja hier irgendwo hin. Weißt du, hier so. Alles, was jenseits davon ist. Das heißt, wir können jetzt gar nicht nach Lucrin zum Beispiel und hier nochmal mit jedem reden, der Maven kannte. Wir können auch nicht zur Brücke und können dort gucken. Hey, ne? Andere Helions und Gedöns. Hm. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber nun gut. Dann ist es, wie es ist. Lässt sich halt nicht ändern. Gehen wir nach Elysia. Können ja dann halt jetzt erstmal die Cutscenes überspringen, die wir ja quasi schon kennen. Wie zum Beispiel diese hier. Oh mein Gott, so viel Bosheit. Was ist hier denn los? Können wir nicht so überspringen? Hä? Oh no. Warte mal. Miklio. Yeah. I don't feel Gramps' blessed domain. Did something happen in here? You got it. Yeah. Ah, okay. So war das. So much malevolence. Ja, ja, ja. It's stifling. Hier nochmal so ein Baum. I've never seen the Arundite Forest in such a state. So, dann gucken wir mal von jedem Speicherpunkt aus, ob wir dort dann irgendwie den Ort wechseln können, so wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es aber nicht. So. Erstmal hier wieder durch den Wald warten. Guck mal, da sind Golems. Hey! Guck mal, da ist ein komischer Dunkelmagier. Dich haben wir noch gar nicht besiegt, ne? Dämonen-Stapler. Resistent gegen alles. The demon rapper is top class at Seraphic Arch. What elements is it resistant to? Everything. Everything? They can also cast spells that heighten their abilities. Well, that puts us in a pretty tight spot. Was? Also sonst wollen die mich verarschen, ja? So. Eigentlich wollte ich die heilen, hatte aber nicht ganz so genau, wie ich es vorstelle. Alter. So. So sieht ein Heal aus. Und Rose, was machst du da? Mal ganz ehrlich. Das ist nicht nett, was er da macht. Einfach zu sterben. Alter, wie das Ding einfach so gar keinen Schaden kriegt, ne? Der Hammer. Warte mal. Nimm hier mal ein Flüssiggummi. Der Wahnsinn. Nicht so, um Gegner entgegenzusetzen. Mal gehört zum Spiel dazu, definitiv. Einfach mal empfinden. Unempfindlich ist gegen alles. Das ist schon hart. Das ist auch noch ein paar Level höher als wir. So. Wird er eh nicht reinlaufen, aber hey. Bitte warten. Wie viel hat er noch? Noch 2000. Ich glaube, ich schaffe. Hoffe ich. Solange wir eine Combo haben, ist alles okay. Nicht so wie jetzt. Macht das schon wieder so eine scheiß Angriffswelle hier? Hallo? Aber gerade gute Erfahrungspunkte, gab Level-Ups, also ich darf eigentlich gar nicht meckern. Ja, wir sind jetzt schon Level 64, es geht voran. In ganz kleinen Schritten. Ich muss jetzt an dem Baum hier vorbei. Irgendwie.
So, und jetzt ein Baum nach dem nächsten. Genau. Oder halt alle auf einmal. Ist auch in Ordnung. Ja, ja. So ein bisschen hier lang, ein bisschen da lang. Das Übliche, man kennt das ja schon. Werwölfe überall, überall. Ah, gefährliches Treffen auch noch. It's another werewolf alien with high combat powers. They have various jump attacks. Don't screw up out there. Mhm. Sag's so einfach, ne? Na gut. Wir kriegen das schon hin. Okay. Was haben die für ein Level? 61. Geht ihr wohl, wo ihr wohnt? Alter! Kann aber auch schon so ein bisschen ätzend sein. Und nur so ein bisschen. So. Edna völlig erschöpft. Oh, guck mal, noch eine Silberkiste. Wird wahrscheinlich schon mal geöffnet, aber hey. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Stell dich mir doch nicht so in den Weg. Ja, okay. Kämpfe ich halt gegen dich. Du hast Schwäche Erde. Kriegen wir ihn. Mhm. Ja, ja. Fokus hier, Fokus da, das war's schon. So. Ganz kurz hier, ne? Hey, ne? Katzin und Gedöns. Tralalalalala. Haben wir alles gesehen in einer der letzten Folgen? So. Da müssen wir jetzt hier nochmal den großen Hellion hier am Anfang besiegen. Wo es einfach nur draufhauen war. Nein, der hat ja Schwäche ganz normal draufhauen. Nicht? Doch. War gerade zu viel. Was sich nicht ganz so funktioniert hat. So, Arme heilen. Wenn man Schaden kriegt, warum nicht? Aua, 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 aua. Also hatten wir schon besiegt. Hab ja damals halt nur neu geladen. Durch diesen unendlichen harten Kampf da gegen diesen Dark Turtles Typ. Der ja Level 99 war und ich hätte für so WT Ultra F. Komm, nehmen wir was Melonengummi, was weg ist, ist weg. Alter. Immer von hinten, ja. Immer von hinten. Immer ein paar Crits rein zwischendurch. So. Alter. Ist jetzt gut? Ich brauche dringend ein paar neue Gummis. Leben, ja, ist weg. Okay. So, dann gucken wir uns hier nochmal ganz kurz hier den Ort an. Und sehen, ganz viele Menschen tot. Wie gesagt, wir haben das halt alles gesehen. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall nochmal die Pfeife mit. Falls wir tatsächlich irgendwie nochmal zurückkommen können und so.